Hallo liebe Zuschauer, heute sind wir im Volkach am Main. Neben mir steht der Michael Hessmann. Der Herr Hessmann ist der Inhaber von der Rose als Gastwirtschaft, vom Hotel Rose und vom Weingut Rose. Volkach, wo ist das ungefähr? Volkach liegt so grob gesagt auf halber Strecke zwischen Nürnberg und Frankfurt in der Nähe von Würzburg. Wir sind hier an der Mainschleife, das größte zusammenhängende Weinbaugebiet Frankens mit knapp über 30% der Weinanbaufläche. Mhm. Sind wir praktisch im Herzen Weinfrankens, wie man so schön sagt. Und da ist praktisch, wir haben hier vom Wetter her sehr angenehmes Wetter. Wir gehören zu den trockensten Gebieten Deutschlands. Man kann hier fast von Anfang Mai bis Mitte September, bis Mitte Oktober, Entschuldigung, kann man hier nonstop also draußen sitzen, weil wir haben sehr wenig Regentage. Das macht einfach, dass die Gäste schon sagen, wir haben schon fast ein südländisches Flair hier. Mhm. Dadurch, dass mit dem Weinanbau und dem Ganzen drumherum, wir haben hier auch sehr viel eigenen Spargel, also wir kriegen den Spargel direkt am Ort. Oder hier viel Obst angebaut, einfach bedingt dadurch, dass durch die Trockenheit hier wenig normale Ackerbau möglich ist, hat sich das hier zu einer richtig schönen Ecke entwickelt, wo man auch viel Radfahren kann, viel wandern kann durch die Weinberge im Maintal. Und ist mein Glück als Wirt. Man hat dadurch auch viele Gäste. Wenn ich jetzt den Mainradweg von Bayreuth Richtung Mainz fahre, ja, da mündet er an den Rhein, ja, dann komme ich direkt an Volkach vorbei. Genau. Und dann kann ich ihr, dann soll ich nach der Rose fragen. Genau. Und dann kann ich bei Ihnen auch gut fränkische Küche kriegen. Das heißt der Schäuferle, das heißt der Rinderroulade und dazu Ihren hervorragenden Wein trinken, oder? Genau. Ich habe mich auf die klassische fränkische Küche spezialisiert, mit klassischen fränkischen Weinen. Mhm. Ja, die Rose ist nur ein Abstecker von gut 200 Meter vom Radweg weg. Wir haben also auch durchgehend von halb zwölf bis abends um 23 Uhr geöffnet, wo Sie dann jederzeit als Gast auch erwünscht sind. Ja, dann sage ich erstmal Dankeschön. Und jetzt bin ich ganz gespannt, um Ihr Hotel kennenzulernen. Jawohl, können wir dann gleich rübergehen. Ja. Ich durfte vorhin von Ihnen die Gastwirtschaft sehen. Ja. Wir sind jetzt am Hotel und in die Winothek gehen wir gleich noch. Wollen Sie ein paar Worte zum Hotel sagen und zu diesem Brenntopf oder was das auch ist? Ja. Das hier ist ein Betrieb, der seit über 100 Jahren Familienbesitz ist, wo hier jetzt das Hotel steht, war früher die Scheune gestanden, wo vom Gasthof die Kunden ihre Pferde und Kutschen untergebracht haben. Also der Gasthof selber existiert ja schon seit mehreren Jahrhunderten. Mhm.
Und auf diesem Platz hat man jetzt den, das Hotel hingebaut. Und wo früher der Gemüsegarten fürs Hotel war, ist jetzt Rasen und eine Wildblumenwiese für die Gäste angelegt worden. Herr Hessmann, was haben wir hier für ein Türmchen in Ihrem Garten? Also man weiß selber nicht genau, zu welchem Zweck die damals im Mittelalter vor die Tore der Stadt gebaut wurden. Es gab damals insgesamt 7 Stück, davon existieren noch 3. Den Zweck selber weiß man nicht mehr. Es war im Mittelalter erstmal einstöckig, wurde dann vor ca. 200 Jahren mal aufgestockt. Es soll mal für eine Zeit lang ein Ruhesitz für einen Pfarrer gewesen sein und war auch von meinem Vater dann die Jugendbude. Wurde dann auch zeitweise dann als Hotelzimmer verwendet, muss aber jetzt leider die nächsten Jahre mal renoviert werden, dass es dann wieder in seinen alten Zustand kommt. Herr Hessmann, jetzt sind wir vom Hotel rüber in die Winothek. Sehr schön, typisch fränkisch. Und wollen Sie uns ein bisschen was zum Weingut, zur Winothek sagen? Ja, ich meine, es ist hier üblich, als alteingesessenes Haus, dass man einfach seine eigenen paar Weinberge dabei hat, um als Selbstversorger praktisch die eigenen Schoppen zu verkaufen. Ja. Und daraus ist dann das Weingut entstanden. Ich bin relativ klein mit 2,3 Hektar und baue darauf 3 Rotwein- und 4 Weißweinsorten aus. Und das ist eigentlich die Tradition hier, dass man als Gaststätte auch ein kleines Weingut dabei hat. Mhm. Welche Weißweinsorten bauen Sie denn aus? Was ist so typisch? Also ganz klassisch ist hier natürlich der Silvaner, dann den Müller-Thurgau, den mein Großvater auch als erster hier in der Mainschleife angepflanzt hat. Dann für die Gäste, die etwas lieblichere Weine möchten, den Bacchus und dann noch ein Weißburgunder und ein Riesling. Dazu als Rotwein den Domina, das ist der klassisch fränkische Rotwein, der hier auch die meiste Anbaufläche vom Rotwein hat in Franken. Dann den Schwarzriesling als eine klassische Rebsorte, die schon von alters her existiert. Und dann als Besonderheit den blauen Zweigelt, der eigentlich eine österreichische Rebsorte ist. Aber da meine Mutter selber aus Österreich kommt, war das so eine kleine Reminiszenz an die Heimat meiner Mutter, dass ich da eine österreichische Rebsorte angepflanzt habe. Das hört sich doch mal gut an, ja. Das in Unterfranken. Genau. Ja, was haben Sie uns für einen Weißwein mitgebracht? Der Weißwein selber ist etwas Außergewöhnliches insofern, als dass das Jahr 2020 einen sehr starken Frost im Frühjahr hatte und ich dadurch eine Ernte hatte, die so knapp über 10% der normalen Ernte lag. Und dadurch, dass er nur 2,3 Hektar hat, waren das alles sehr kleine Posten, die ich separat nicht ausbauen konnte, weil der Aufwand zu groß gewesen wäre. So habe ich so eine Art Weingutscuvée gemacht, dass alle Trauben sozusagen in ein Fass kamen und daraus ist dann der 2020er Frostwein. So nenne ich den, der 2020er Frostwein. Was sehr interessant ist, dadurch, dass so viele verschiedene Rebsorten drin ist, hat er eine Aromatik, die ich so bei einem Weißwein noch nie kennengelernt habe, wobei es ja auch kein ganzer Weißwein ist, weil ein paar Rotweintrauben sind ja auch noch mit drinnen. Okay, dann bin ich mal gespannt. Ja, dann schenke ich mal ein. Ja. Danke sehr. Für Sie. Herr Hessmann. Zum Wohl. Zum Wohl. Oh, ich dachte, der ist süß, aber der ist ja... Nee, es ist klassisch trocken ausgebaut. Hat noch seine Restsüße, die er von der Gärung behalten hat. Wobei ich natürlich auch sagen muss, dass der Trend auch etwas zu den etwas... zu den Weinen etwas mehr Restsüße geht, so dass ich jetzt auch vom 21er Jahrgang etwas mehr in den feinherben Bereich ausbaue, weil er einfach für viele bekömmlicher ist als die klassisch trockenen Weiß- und Rotweine. Was ist denn Ihre Erfahrung? So in Volkach ist ja so eines der Herzen des Weins im Unterfranken. Oder was ist denn Ihre Erfahrung? Gehen die Gäste dazu über, eher trockenen Wein zu trinken oder geht man eher ins Liebliche? Hat sich das gewandelt in den letzten Jahren oder ist es gleich geblieben?
Nee, es hat sich schon gewandelt. Der Trend geht jetzt schon etwas mehr restsüß, etwas bekömmlich, man kann sagen etwas bekömmlichere Weine, die man, also es geht der Trend weg von den klassischen Weingenießern hin zu denen, die einfach den Wein als Sommerwein, also als einfach zur Freizeit, zum Genießen wollen, nicht so sehr sich auf den Wein selber spezialisieren, sondern es im Gesamten den Wein zu der ganzen Freizeit, beziehungsweise wenn sie im Urlaub sind, einfach das dazu zählen als Gesamterlebnis. Wenn ich da so reinrieche, reinschmecke, ich würde den als Sommertraum bezeichnen. Und vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass immer mehr junge Leute dazu kommen, Wein zu trinken und diese klassischen unser Alter oder noch älter, die ja früher eher die Staubtrockenen getrunken haben. Ich glaube, das ist so wie mit dem Bier. Der Wein ist immer gesellschaftsfähiger geworden, oder? Der Wein ist auch in der Jugend gut angekommen. Und das ist auch der Grund, wie ich vorher erzählt habe. Man will keine Wissenschaft draus machen, sondern man sieht ihn als Genuss. Und das ist auch das, was für mich in der Gaststätte, wo ich ja zu jedem Gericht auch den entsprechenden Wein empfehle, dass ihn die Leute also genießen sollen, man will ja keine Wissenschaft aus seiner Freizeit machen, sondern man will einfach den Genuss haben. Mhm. Herr Hessmann, Blauer Zweigel, Sie haben es vorher gesagt, Ihre Mutter kommt aus Österreich, ich kenne ihn ausschließlich aus Österreich. Erzähl uns mal ein bisschen was zu dem Wein. Also wie schon gesagt, ich habe damals 2000 größeren Teil meiner Weinberge neu angelegt. Nicht, weil die Qualität der alten Weine nicht gepasst hat, sondern einfach waren die auf einer Zeilenbreite von 1,20 Meter angelegt und das ließ sich nur noch per Hand bearbeiten. Es gab keine Maschine mehr dafür. Also ich war eigentlich gezwungen, aus technischen Gründen zu roden. Da bin ich dann, habe ich mir natürlich überlegt, was ich mache. Und da bin ich dann auf den Blauen Zweigel gekommen, der damals noch nicht in Franken zugelassen war als Rebsorte. Das gibt es jetzt zum Glück nichts mehr. Man kann jede Rebsorte anbauen, Weinrebsorte anbauen, die es weltweit irgendwo zugelassen ist. Damals gab es dann noch eine Beschränkung. Deswegen musste ich einen sogenannten Versuchsanbau machen und daneben dann die Domina pflanzen, um pro forma praktisch da Versuche zu machen. Der Wein ist sehr gut angekommen. Er passt auch sehr gut hier in das fränkische Klima. Mhm. Das ist jetzt auch hier schon wieder, glaube ich, ein, zwei andere Winzer gibt, die ihn auch angepflanzt haben. Also er macht sich sehr gut. Ja, dann bin ich mal gespannt. Und auch auf die Farbe von dem, ob der so dunkel ist wie der in Österreich oder wie ist ja. Der? Ja, die Farbe ist schon sehr kräftig. Die Farbe kommt auch immer jahrgangsabhängig und auch vom Ausbau abhängig, weil dieses klassische, ist schon sehr dunkel, aber die klassisch richtig dunklen Rotweine, die sind dann meistens auch sehr gerbsäurebetont, die dann manchmal auch etwas unangenehm zu trinken sind. Man will ja nicht nur einen Schoppen trinken, man will ja noch einen anderen hinten nachtrinken. Absolut. Und dann ist dann so mehr in die fruchtige Richtung ausgebauter Wein doch auch ganz nett. Ich würde jetzt erstmal sagen, so Richtung Merlot. Ja, es ist, er hat eine sehr kräftige Nase, also für einen Blauen Zweigel. Er ist im Stahltank ausgebaut, also kein Holzfass, weil der Holzfass, die Weine, die ich da im Holzfass mit ausbaue, die kriegen dann doch eine etwas vom Holz, geht etwas die Fruchtigkeit verloren, geht etwas ins Astringierende, Kräftigere über. Das sind dann ganz andere Weine, die man da ausbaut. Das ist so ein klassischer Trinkrotwein, der auch für mich im Lokal sein soll. Wie ich auch vorher erzählt habe, dass man keine Wissenschaft daraus macht, dass man einfach dann den Wein genießen kann. Also zum Wohl. Zum Wohl. Oh ja, das sind tolle Weine. Er kommt auch sehr gut bei den Gästen an. Also ich hatte damals eigentlich gedacht, der Domina hier wird gut laufen, aber die Leute haben sich, meine Gäste, die immer wieder Wein holen, die haben sich doch mehr auf den Blauen Zweigel spezialisiert, was sie sagen. Das ist wirklich ein schöner, hat sich als schöner, kräftiger, aber angenehmer Rotwein entwickelt. Ah ja, wirklich toll.
Sie haben auch sehr viele Fahrradfahrer hier, oder? Ja. Bei Ihnen kann man, ich habe das Hotel gesehen, ich habe den Frühstücksraum gesehen, toll hier, kann man toll übernachten auch. Ja, also Sie liegen hier direkt am Rheinradweg, wo sehr viele Gäste durchkommen, dass mir manchmal der Parkplatz fast leer ist, dafür die Fahrradgarage und die Scheune völlig überladen ist, mit über 40 Fahrrädern, also ist schon faszinierend. Ich selber fahre ja auch kein Fahrrad, aber mehr im Frühjahr, Herbst, wenn ich mehr Zeit habe. Ja, das hat sich gut entwickelt. Die Mainschleife selber hat ja über 30% des fränkischen Weinbaus. Mhm. Also hier ist der Weinbau schon sehr konzentriert, weil wir halt hier auch ein sehr gutes Kleinklima haben. Die Mainschleife zum Beispiel gehört zu den regenärmsten Gebieten Deutschlands, was in feuchten Jahren sehr gut ist. Aber in den letzten Jahren, wenn es eher trocken ist, kann das schon zu erheblichen Problemen führen. So haben wir aber das Glück, dass wir hier eben bei uns in meinem größten Teil mein Weinberg eine Tröpfchenberechnungsanlage haben, die auch schonend mit dem Wasser umgeht. Das ist eine Genossenschaft. Wir sammeln im Winter das oberflächige Regenwasser, das von den Weinbergen abfließt, bei den Starkregen. Und das wird dann im Sommer praktisch zum Berechnen hergenommen. So ist ein geschlossener Kreislauf und es werden keine Ressourcen von irgendwo angegriffen, Grundwasser und so weiter. Ich werde ja Ihr Hotel und die Gastwirtschaft und die Winothek in der Videobeschreibung, in der Fußzeile verlinken. Somit können Gäste auch, die gerne Ihr Haus kennenlernen wollen, die Ihre Weine mal kennenlernen wollen, Sie besuchen. Und ich möchte mich ganz herzlich für dieses sehr freundliche Interview bedanken. Und ich kann nur sagen, Leute, greift zu, die Weine sind spitze. Ich bedanke mich auch für die Möglichkeit, die Sie mir gegeben haben, da so da in den Willen mitzuwirken. Und ich freue mich schon auf die Resonanz, die ich da von den Gästen dann auch bekomme. Mhm.